Tja, wie steht es eigentlich um die Sicherheit im Deutschen Bundestag? Bei mir im Studio ist nun Jan-Friedrich Funk. Guten Morgen, Jan-Friedrich. Wir haben es im vergangenen Jahr gesehen, im August. Da haben Reichsbürger-Anhänger, Militante versucht, den Bundestag zu stürmen. Also was muss jetzt eigentlich getan werden? Das ist angesprochen, die haben das zu stürmen. Da kommen wir gleich noch dazu. Erstmal wollen sie die Zugangsbeschränkungen zum Bundestag verstärken. Auch im Hinblick auf die ehemalige AfD-Abgeordnete, die eben bei diesen Reichsbürgern eben dabei gewesen sein soll. Und die hat, dadurch, dass sie ehemalige Abgeordnete ist, hat sie eben immer noch leichteren Zugang zum Bundestag. Und das soll jetzt inzwischen so ein bisschen geändert werden, dass die Zugangsbeschränkungen eben erschwert werden. Das ist das eine. Und das andere ist die Sicherheit außerhalb des Bundestages. Und da haben wir hier den Bundestag, sehen wir hier einmal. Und man sieht dann, es soll um den Bundestag ein Graben gemacht werden, ein Graben gegraben werden, ein sogenannter Aha-Graben. Aha deswegen, das Wort kommt aus der Botanik und soll darstellen, es ist ein Graben, der zum Beispiel in der Landschaftsgärtnerei Tiere davon abhalten soll, von A nach B zu kommen. Hier sollen Menschen abgehalten werden und aha deswegen, weil man ihn eben erst sieht, wenn man davor steht und dann eben aha sagen soll, weil man überrascht ist, dass dort überhaupt ein Graben ist. Aber hier soll er eben für Sicherheit sorgen, dass die Menschen oder dass Menschen, zum Beispiel wie bei der Demonstration damals, eben nicht mehr auf das Gelände, auf die Treppe vor die Tür kommen. An den Seiten sollen dann Zäune sein, Zäune an beiden Seiten, eben, die eben das auch verhindern sollen. Und ganz interessant, die Besucher sollen dann zukünftig durch einen Tunnel, nach einer Sicherheitskontrolle durch einen Tunnel eben in das Reichstagsgebäude geführt werden. Das Ganze soll bis 2025 fertiggestellt sein. Klingt lange jetzt, ja. Es kann sein, denn unter dem Gelände verläuft sowohl eine U-Bahn als auch eine Fernzugstrecke. Es ist wohl eine S-Bahn-Strecke noch geplant und es werden gerade die Geothermiebohrungen gemacht. Und deswegen kann das alles etwas länger dauern. Was soll verhindert werden? Auch da haben wir Bilder mitgebracht. Eben dieser versuchte Sturm auf den Reichstag. Mehrere hundert Demonstranten haben versucht, eben den Reichstag zu stürmen. Die Polizisten haben gerade noch geschafft, eben diese Demonstranten davon abzuhalten. Und genau solche Bilder soll eben durch diese äußeren Schutzmaßnahmen verhindert werden, dass es dazu gar nicht mehr erst kommt, dass sie bis auf die Treppe vorgehen können. Das Interessante ist ja, wenn Sie diesen Aha-Graben jetzt dahinbauen wollen, das Kapitol in Washington ist auch extrem gesichert. Also wie Sie das machen wollen, um die Leute da abzuhalten. Aber die große Frage ist ja, und die Bilder, die wir da im Hintergrund bei dir sehen, die haben damals versucht, im August letzten Jahres in den Reichstag reinzukommen. Aber die Polizisten haben sie abhalten können. Das waren ja drei Beamte, die da sehr massiv eingeschritten sind. Auf der anderen Seite haben wir doch aber eigentlich auch kugelsicheres Glas, da kommt man doch nicht so einfach durch. Wie sieht es denn aus mit der Sicherheit innen? Ja, das kugelsichere Glas, man sagt ja auch, sie wären möglicherweise gar nicht durch diese gesicherte Tür gekommen. Aber es sind ja auch Bilder, die gemacht werden und Bilder, die dann durchs Gewölbe gehen. Und man möchte das eben verhindern. Wenn wir jetzt mal in den Reichstag reingehen, dort ist es quasi ein eigener Polizeibezirk in diesem Reichstag. Und da gibt es eine Reichstagspolizei. Das sind ungefähr 210 Beamte, die sind dem Bundestagspräsidenten oder jetzt aktuell der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas unterstellt. Sie ist also quasi die Chefin dieser Reichstagspolizei und sie sind dafür da, Gebäude, Räume und die Grundstücke des Reichstags zu schützen und eben den Ablauf zu garantieren. Das gilt auch zum Beispiel, wenn der Reichstag außerhalb des Reichstagsgebäudes eine Konferenz abhält. Auch dort sind sie dazu da, sie zu schützen. Das Wichtige, verfassungsmäßig verankert. Das bedeutet, im Reichstag ist nur die Reichstagspolizei zuständig, aber keine andere Behörde, zum Beispiel die Berliner Polizei oder die Bundespolizei. Die Ausrüstung sieht ähnlich aus wie bei der Polizei draußen. Jetzt sage ich einfach mal, Pistolen trägt jeder der Polizistinnen und Polizisten. Maschinengewehr dann, wenn es darum geht, möglicherweise noch mehr Sicherheit, wenn es einen Bedrohungsfall geben sollte. Kugelsichere Westen haben sie und auch Schutzhelme haben sie zur Verfügung. Und ganz interessant ist, wie gesagt, sie sind dafür da, im Gebäude das zu schützen. Alles, was außerhalb des Grundstücks passiert, dafür ist dann zum Beispiel die Berliner Polizei zuständig. Und da gab es auch Diskussionen, war denn damals, als die Demonstranten auf die Reichstagstreppe gekommen sind, kann man da nicht besser kommunizieren, kann man da nicht besser zusammenarbeiten? Und auch das wird jetzt Thema sein. Ja, aber das Wichtige ist, hast du ja auch gesagt, es ist eine eigene Bundestagspolizei und soll auch die Gewaltenteilung in Deutschland ganz eindeutig symbolisieren. Jan-Friedrich, danke für diesen Überblick. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach.
indem Sie den Sendersuchlauf von Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.